heute sind wir im schönen Dortmund und holen Neven Subotic ab. Ist ja wunderbar. Neven! Guten Tag! Ich begrüße dich. Hallo! Tag! So, wir drehen mal eine kleine Runde in unserem schönen Taxi. Alles klar, wo geht's hin? Da, wo die Meisterschale präsentiert wird. Okay. Vorsicht, Platz. Alles klar. Ja? Ich hab übrigens ganz verrückt, ich war eben im Fanshop. Ganz kurz hier. Das ist die Meisterschale. Die gehen tatsächlich alle davon aus. Ja, das ist die vom letzten Jahr, glaube ich. Dass ihr Meister werdet. Ja. Ist verrückt, oder? Ja, nicht mehr so. Am Mittwoch war es ja so gegen die Bayern, ja, dass sie geglaubt haben. Ich muss immer geradeaus, ne? Immer geradeaus, ja. Ich sage dem Taxifahrer schon, wo es lang geht. Okay, ja, ich bin ja hier nur. Ich bin der Aushilfstaxifahrer. Immer geradeaus. Also einfach geht's echt nicht. Ja. Dass sie ja der Meinung waren, Robben hätte sich fallen lassen. Und das haben sie ihm hinterher nochmal gesagt. Aber was haben sie ihm denn wirklich gesagt? Entschuldigung, das war doch keine Schwalbe. Alien hast du mir nicht gesagt. Sowas in der Art. Ich denke nicht, dass er an den Abend nicht schlafen konnte wegen mir. Und es war auch keinesfalls, dass ich ihn ausgelacht habe, wie ich... wie manche Leute es darstellen, sondern es ging dann hauptsächlich um die Entstehung. Der Papa war auch Profi? Mein Vater war auch Profi, hat in Slowenien gespielt, hat auch Champions League Quali gespielt. Echt? Ja, dafür lobt er sich noch immer sehr. Aha. Zumindest am Vorsichtplatz. Ich habe mir die Charlie an die Scheibe, ja, damit die Leute sehen, dass wir da sind. Und noch ist keiner da. Noch ist keiner da. Das war noch den 15. Mai, glaube ich. Ja, ich glaube. Dann wird hier die Bude voll sein. Können Sie den Bayern den Champions League-Sieg, wenn Sie die anderen beiden Titel kriegen? Absolut. Wenn wir jetzt das unterschreiben könnten, dann würde ich das sofort annehmen. Jürgen Klopp hatte ich ja aus Mainz mitgenommen und nach Mainz geholt. Oder besser gesagt, dazu den Profis geholt. Ist das mehr als ein Trainer für dich? Er ist jetzt nicht so, dass er mir neben dem Platz noch Tipps gibt mit Frauen oder mit Autos, sagt, das darfst du und das darfst du nicht, sondern das ist dann strikt getrennt, sondern ja, und eben. Wenn er mal so richtig Fußball sauer ist, der Klopp, ja, der Jürgen, wird er. Glaube ich auch. Ne? Wie ja, ist er da? Absolut, das wirst du nicht sehen. Alle Leute verehren ihn dafür, dass er lustig ist und immer gut drauf, immer gut gelaunt. Aber als Spieler siehst du auch mal die Seite, die zwar selten ist, aber die dann eben eintritt, wenn es auch nötig ist. Aber ich denke, die Fans sollten das echt mal sehen, weil er wird so wütend, dass wir als seine Spieler, wir haben gar keine Wahl, außer wirklich zuzuhören. Da ist auch keiner, der kichert oder lacht, sondern da sind alle total seriös. Am Samstag spielen die Bayern ja in Bremen. Mhm. Und da kann es ja sein, dass bevor ihr gegen Gladbach spielt am Samstagabend, das ist ja unser Topspiel, dass ihr dann schon Meister seid. Wäre irgendwie blöd, ne? Oder? Wir haben heute besprochen, dass wir unabhängig vom Resultat unser Spiel gewinnen wollen und den Fans hier beim Heimspiel eben zeigen wollen, dass wir nicht hier mit Halbmast auftreten. So, morgen geht es ja dann gegen Gladbach, Niven. Und dann hoffen wir, dass du fit bist und die Mannschaft zum Sieg führst und keinen Gegentreffer zulässt. Vielleicht mache ich sogar einen. Vielen Dank für die Fahrt. Ich danke und alles Gute und ja, vielleicht eine schöne Feier mal irgendwann. Alles klar. Danke. Danke. Tschüss. Ciao.